zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Mahlen für sensible Menschen. Ja, ich beginne hier mit Restpapier. Das würde ich auch dir empfehlen, weil dadurch ist so entfällt dieser Erwartungsdruck, den man häufig hat. Das muss ein tolles Bild werden. Gerade wenn ich nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht oder mir die Fantasie oder ich nicht wirklich, ja, was male ich? Hilfe, was male ich, ist ja das heutige Thema. Und du siehst das Spielen, ja. Nimm älteres Papier, Papierkärtchen, Restpapier. Das sind jetzt Aquarellfarben, die du hier siehst. Und die habe ich jetzt erstmal einfach so aufeinander gedrückt oder aufeinander gelegt. Und du siehst, da entstehen schon mal einfach so just for fun irgendwelche Formen. Und diese Formen male ich, da zeichne ich jetzt einfach mal weiter. Und von den Farben, wie gesagt, das sind Aquarellfarben. Das geht aber auch jederzeit mit Acrylfarben. Und die Stifte, die ich in diesem Video verwende, das ist ein schwarzer Edding jetzt gerade. Fein. Aquarellstifte und Posca-Stifte. Und eine weitere Möglichkeit wäre, wenn du so ein bisschen nicht so recht weißt, was du zeichnen sollst. Also wir sind jetzt natürlich eher im abstrakten Fach oder in der abstrakten Methode. Beginne mit links zu zeichnen, also nicht mit deiner Schreibhand, sondern nimm die linke Hand. Und da entstehen auch ganz witzige Figuren und Formen und die malst du einfach weiter. Und wie gesagt, hier, ich benutze viel Wasser, damit es schön fließt und fluffig ist. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Das lässt es leichter finden für andere Interessenten. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und versuch immer wieder, auch beim intuitiven, beim heilsamen Malen, den Kopf, also den Verstand, ein Stück weit auszuschalten. Das funktioniert sehr gut, indem du, bevor du zum Malen beginnst, dich auflockerst oder zu einer schönen Musik tanzt und dann eben nach dem Tanzen oder auch während des Tanzen beginnst du zu malen. Ja, und dann fließt es schon. Also dein Körper, ich glaube ja felsenfest daran, dass unser Körper ja, der ist ja viel älter als mein Verstand, der weiß schon, was ich im Augenblick benötige, welche Formen, welche Farben mir gerade gut tun. Ja, das weiß, der Körper weiß das. Der Körper besitzt eine unglaublich oder ist unglaublich weise. Und ja, mit Wasserfarben hast du auch eine wundervolle, kreative Möglichkeit, dich mit der Weisheit deines Körpers zu verbinden. Und richte dir gerne, das sind jetzt Aquarellstifte übrigens, die zum Einsatz kommen. Die lassen sich gut mit Wasser vermischen. Und leg dir alle Farben bereit, die du hast. Es müssen auch nicht so viele sein wie jetzt hier. Nimm einfach die Farben, die du hast und greife intuitiv nach den Farben. Wenn du unsicher bist, nimm wieder die linke Hand. Ja? Und eine weitere Empfehlung, bleib neugierig. Bleib offen für Neues, bleib neugierig
Und wenn du auch noch eine Möglichkeit, eine Methode, die ich gern anwende, dass ich, bevor ich male, in die Natur rausgehe. Vielleicht hast du ein Plätzchen, dein persönliches Plätzchen, ja? Und bitte Mutter Natur, ja, um Inspiration. Und zu Hause, schließ kurz die Augen und beginne dann zu malen. Und schau mal, was dabei passiert, was rumkommt. Es ist spannend und bleibt spannend. Ich wünsche dir jetzt wirklich viel Erfolg und viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Beschreibung ist unten. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Nochmal. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung oder der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Also viel Spaß und bis bald, deine Karin.